Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Real Life RPG 6.0 Hafenborn. Mein Name ist Alison Burger, wir sind unterwegs als Zollbeamter. Und da das Action-Geschehen auch schon direkt am Laufen ist, also wir haben jetzt hier einen Auftrag von dem Herrn Hegeberg, ne, LKW, Garage vertreten, bla bla bla. Unnatürlichen Blüten. Der Kollege Razor ist schon auf Anfahrt und wir werden uns jetzt auch einmal dorthin begeben. Mal gucken, was uns dort erwarten wird, wenn uns überhaupt was erwarten wird. Und ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß dabei. Ist bei dir alles cool, Razor? Soll ich weiter anfahren oder brauchst du noch Hilfe? Die 1020 würde die HCN kommen. Okay. 1020. Würden Sie einmal bitte den letzten Auftrag anfahren? Kommen. Burger von Razor? Hört. Nee, Burger, nicht Parker. Hört, komm. Also, sorry. Die Fahrzeuge kommen dir jetzt entgegen. Somit. Fahrzeuge sind nämlich herumgefahren. Es handelt sich wohl um einen Ford Focus RS mit grünen Applikationen und einem schwarzen Subaru. Diese stehen aktuell beide direkt an unserer Position. Wir schauen mal, was sie machen. Sie können gerne mal schon in unsere Richtung kommen, bis zum Notfall. Die 20er fährt mit. Right. Also die Kollegen fahren gerade weg und sie haben den Walzer erkannt und sagten, den mag ich. Oh, das finde ich nett. Die finde ich sympathisch. Nichtsdestotrotz sind sie momentan wieder Richtung Osten unterwegs. Hier nochmal 1020, die sprechen sich gerade ab, wie sie den Hinterhalt planen können. Eine Möglichkeit war, dass sie zu schnell fahren und wir sie deswegen wegen dem Verkehrsdelikt anhalten und die uns dann hochnehmen. Okay, hat jetzt hinter mit. Okay. Nochmal 1020, neuer Plan von den Herrschaften ist, ein VU zu fingieren und uns dann an der Unfallstelle hochzunehmen. Das wollte ich so nicht. Wow, ja, ich mach nix. Die 20 Jahre hat die 6. weg, warte. Beide Parker kommt ein bisschen leiser. Ich hab's weg. Langsamer, Entschuldigung. Ja, ich hab's weg. Okay, Entschuldigung, der Auspuff ist abgefallen. Wir können nicht dafür, dass wir so laut sind. Sorry, zu viele Stimmen. Boah, darf ich mich verbinden? Bist du schizophren? Muss ich mich verbinden. Ja, dann jetzt nicht davon. Nee, okay, Frage, warum sollen wir langsamer fahren? Uns nur der einen Ford Focus entgegengekommen. Boah, ey. Ja, was für eine Schussanweisung, ich habe nur durch weitergegeben. Einmal kurz Break, hier ist Razor. Rango verfolgt gerade einen Sprinter, diese sind bereit, Waffengewalt anzuwenden. Eine Streife bitte nochmal zuziehen. Ja, Position bitte durchgeben. Position, Kupfermine.
20 erst so mit in der Fahrt. Negativ, er wurde getasert. Also der bei uns. Aber Rango hatte noch einen. Ja, oder weniger. Naja, da ist ja die zweite Streife hin. So, der hier. Ich weiß gar nicht, habe ich Verbandsmaterial dabei? Kann mir jemand kurz die Position vom Ölfeld durchgeben? Boah, was haben sie für Taser, ey? Weiß ich nicht, was mit dem Taser los. Die sind ja mal übelst! Was nach dem... Nach 86, dem 1, 2, 7. Nach dem großen, ist das der Taser? Nein, das ist nicht der Taser. Die MP. Alter, ey. War sofort gut, Nickerschen machen. Kannst du mir deine Schlüssel geben? Dann sperr ich ab. H10 von Miami. Trennung. H10 von 1020. Okay. Hört Sie, kommen Sie. Ich brauche eine weitere Einheit. Tankstelle Freuden steht, gell? So. 20F Freud. Situation vor Ort. Alter, ist hier gerade lang gefahren. Leiko nach Norden, Richtung Brücke, DD. Suchen Sie. Nein, Moment mal, worum geht's nicht? Dann soll zur Tankstelle Freuden steht fahren. Bitte nicht. Nein, ihr sollt dem hinterherfahren. Range wurde disabled. Wichtige Info, wir haben hier gleich eine Geiselnahme direkt vor Ort. Wir bräuchten an der Freudenstädter Tankstelle tatsächlich jemanden mit der Knarre. Und die Frage, sollen wir dann immer verfolgen oder sollen wir den Drogendealer aber laufen lassen können? Die 20er fährt nach Freuden steht, scheiß auf den, der wegfährt. Also mit. So der Herr. Die Hummel wird dann zur Überwachung mit nach Freuden steht. Was haben sie denn geladen? Also, was geladen? Die Geisel wurde bereits genommen, wir haben keine Sichtkontakt mehr. Kopfgeisel oder Zivilgeisel? Scheint Zivilgeisel, laut deren Punkt. Warum soll ich um heißen Brei reden? Kann ich immer am besten reden. Die haben jetzt gleich übernimmt den letzten Dispatch. Ah, wenn ich ihnen was sage, dann wollen sie trotzdem mein Fahrzeug. Boah, das Fahrzeug könnte ich mal. Boah, hallo. Ja! Boah. Ja, wir werden schon ein Stück von dem Fahrzeug entfernt, weil das ist ziemlich laut. Können das Auto auch ausmachen? Oder warte ich mal kurz rein? Ich sage, machen Sie es aus. Moment, der ist da, wenn ich einsteige... Hummel von 1020, komm. Ja, komm. Flieg mal bitte über Tankstelle, Zentralflughafen. Ja, so mit. Das ist ein Ausweis für mich. Einmal spotten, weil ich könnte mir vorstellen, dass da Geiser wieder rumkommt. Ja, warte. Hier, bitteschön. Der Herr Geiser. Parker Weid, fahrt ihr mit an? Ja. Gut. Danke. Dann muss ich dazu ja eigentlich sagen, ich stehe jetzt gerade nicht im Start. Wie viel haben sie denn dabei? Machen wir gehen Sie mal kurz ans Auto und machen Sie mal wieder Arme und Beine breit. Es steht ein so ein kleiner roter Minisprinter. Die sind wohl gerade Brücke Richtung Bad Ohrendorf. Könnt ihr das ein bisschen zwicken? Oh. Die Autobahnbrücke? Ja, das, sie haben nur gesagt, Brücke Richtung Bad Ohrendorf. Sie sprechen von einem Schloss. Kann sich da jemand was darunter vorstellen? Ja, südlich, ich meine, Entschuldigung, westlich von Bad Ohrendorf ist ein ganz großes Schloss oder eher so eine Kathedrale. Der große Hügel. Hummel, kannst du da rüberfliegen? Es gibt noch ein weiteres Schloss. Es gibt noch ein weiteres Schloss, Nähe Herzsee, im Süden. Ja, es gibt noch eins im Norden, aber Bad Ohrendorf ist nur dieses Ding mit der Kathedrale drauf. Nee, so, Staatsplatz, ne? Von Westen fahren gerade so ein RS und ein BMW rein. Nach Bad Ohrendorf. Verstanden. Ich habe auf der Karte das Schloss markiert, was ich meine. Entweder das oder es gibt noch ein anderes Schloss. Das. Ja, aber die haben über Bad Ohrendorf gesprochen. Also wahrscheinlich das in Bad Ohrendorf. Die kommen von unten von der Burg, haben sie gerade gesagt. Also wird es dann auf dem Berg sein. Wollen die zur Burg oder wollen die an der Burg vorbeifahren? Die wollen wohl auf der Burg wahrscheinlich das mit der Geisel machen. Dann sie mit? Ja, ich höre sie. So weiter. Also mit hast du jemanden was denn? Geben? Hab ich dir unabhängig gesagt, um soll nicht wissen, was wir... Kann ich nicht, deswegen stehe ich hier. So, okay. Bei der Burg oben steht so ein grüner Ford Focus RS und ein anderes schwarzes Fahrzeug, das könnte sein.
War das einmal kurz? Hier mal, Break ganz kurz, der eine Gang an der Tankstelle vor Ort hat berichtet, dass auch seine gleich ab, wenn du hier stehst. Ja, check. Ja, hab's abgeschlossen, dann kannst du da auch schon mal Drogen rausnehmen. Das haben wir eine aktive Geiselnahme. Also, ich hab... Das steht auch eine okay. An der Kathedrale. Wir werden die Drogen rausnehmen. Ja, aber ich kann nirgends was rausnehmen. Wir spotten von der anderen Seite aus, SDK, müsst ihr vielleicht euch langsam bereit machen. Ja, bitte alle. Des Weiteren werden sie die Waffe abgeben und dann können sie fahren. Haben das so mit daher? Ja. Haben Sie mir jetzt gerade zugehört? Nee, weil Sie leise in diese Richtung geredet haben. Gut, dann sage ich es nochmal. Wir werden die Drogen aus dem Fahrzeug rausnehmen. Ich werde warten Sie mal, ich muss mal kurz mal mein Telefon da hier im Kopf leiser machen. Oh. So. So, nochmal. Wir werden die Drogen aus dem Fahrzeug rausnehmen. Ja. Weiterhin werden sie Waffe abgeben. Ich werde ihnen ein Ticket von 10.000 geben. Und dann können sie weiterfahren. Warum muss ich meine Waffe abgeben? Dass sie diese gerade zur illegalen Handlung gebraucht haben. Dann können sie die haben mich getestet, oder... die haben mich was umgebracht. Ja, es ist aber gerade ein Staatsanwalt ins Land gekommen. Wir können das jetzt so machen, wie ich ihnen das vorschlage. Oder wir gehen zur Staatsanwaltschaft und dann werden sie definitiv in den Knast kommen. Können sie sich aussuchen. Ja, machen wir so. Achso, darf ich mal kurz funken, dass meine Leute irgendeinen Blödsinn bauen? Können Sie gerne machen. Okay. Die hören mir gerade zu. Also willst du kein Mist bauen? Also wir müssen hier irgendeine Aktion starten, um mich rausholen zu wollen oder sonst irgendwas. Also macht keinen Blödsinn. So. So, Herr Kaiser. Ja, und du schlägst auf den Boden? Kann der Kollege einmal beschlagnahmen und dann... Noch mehr Abschnitt. Gut, dann gucken wir mich mal kurz an, bitte. Kriegen wir jetzt noch das Ticket? Dann lege ich Ihnen jetzt zwei Reifen hin. Ja. Können Sie zusehen, dass er. Das ist meine Frage: Das schwarze Fahrzeug, was auch dort war, das war auch Polizei, oder? Richtig. Okay, weil wir dachten schon, das wären irgendwelche bösen Bubis. Ja. Gut. Gut. Wie haben wir das? Ich hab alles. Ich lege ihm hier noch zwei Reifen hin. Müssten Sie mal zum Medic gehen? Aber ich glaube, so schlimm ist es nicht, oder? Ja, ich nicht. Ich war ohnmächtig. Haben Sie ein Werkzeug? Kann ich so ein Gericht anfechten, dass ich einfach los drauf gepackt habe? Okay, okay, ja, nee. Gut. Ja. Ich bin Ihnen jetzt schon arg entgegengekommen, muss ich sagen, ne? Ja, Sie dürfen aber nicht einfach zum losballern. Nee, das weiß ich auch. Aber wir sind in dem Staat Altes, ne? Auch nicht. Ich kann Ihnen gerne ein Ticket dahin schicken, wenn Sie wollen. Nein, nein, keine Sorge. Allerdings war das die erste Situation nach 3 Monaten nach dem Umzug, dass mir mal irgendwie eine Waffe an den Kopf gehalten hat. Das kommt dann doch sehr wenig vor und dann habe ich eventuell ein bisschen überreagiert. Ja. Im Grundversuch. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte einfach nur, dass Sie mich in Ruhe lassen. Na gut, Sie sind hier disabled. Ich hätte trotzdem Abholmöglichkeiten gehabt. Ja, ich sage ja, ich habe ein bisschen überreagiert. Weil Ihre Kollegen wollen hinter allen her, ne? Gut. Wünsche Ihnen auf jeden Fall noch ein angenehmes Weiterfahren. Ja. Und noch einen schönen Tag. Das Gleiche. Den das Fahrzeug gerade umstellt. Copperfield für die H10 kommt. Halt, komm. Dann will ich Sie bitten, die Einsatzleitung für die Geiselnahme zu übernehmen. Komm. Ich gehöre zum Team Striker, komm. Okay, also wird SEK dann außen vorgenommen. Komm.
Wenn ich bei der Erfindung vielleicht helfen kann, Herr Finke, brauchen Sie nicht noch ein paar Einsatzleitungen für Ihre Bewertung zum Kommissar? Hallo, schönen guten Tag. Der Zoll ist hier. Hallo. Ja, Hallöchen. Ich würde mich ganz gerne ganz kurz mit Ihnen unterhalten. Wären Sie dafür in der Lage, aus dem Fahrzeug rauszukommen? Da wäre ich in der Lage für, ja. Ach, mein Lieber, ist ein großer Rucksack. Ja, ein kleiner Rucksack. Ja, genau. Hören Sie mal vor. Also, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin der Herr Burger vom Zoll und ja, wir haben uns jetzt einfach mal, also ich und meine Kollegen haben uns jetzt mal gesagt, wir kontrollieren es mal einfach hier. Da wir halt hier in letzter Zeit also doch ein paar Auffälligkeiten hatten. Deswegen würde ich einfach mal ganz gerne von Ihnen wissen, wer sind Sie denn so und haben Sie denn. Also, ich bin der. Das war schnell. Ja, ich bin der. Ein Winchester und. War hier mein Haus. Okay, ja, die bauen ein Haus, das ist ja schön. Ist das, das ist auch. Das ist, genau, das ist Ihr Führerschein, den Sie da haben. Genau. Das ist mein LKW. Ist das, ja. Der LKW gehört Ihnen? Mein Führerschein. Gehört okay, mir, ja. Das heißt, Fahrzeugpapiere haben Sie dann auch dabei? Ja, hier würde ich schön. Eine Sekunde, dann gucke ich mir die mal ganz kurz an. Aber das sieht ja doch soweit ganz gut aus. Herr Winchester, was haben Sie denn geladen, wenn Sie sagen, Sie bauen ein Haus, dann wahrscheinlich so also, Eisen oder Ziegel oder sowas? Also auf der Ladefläche ist nichts, aber dabei habe ich Ziegel. Dabei haben Sie Ziegel, okay. Wahrscheinlich dann im Rucksack haben Sie auch noch ein paar Ziegelchen dabei. No. Okay, geben Sie mir mal gerade den Schlüssel, damit wir nochmal kurz die Ladungssicherheit überprüfen. Ja, das ist ja jetzt bei so einer großen Fracht nichts verrutscht. Und wären Sie dann so freundlich, können Sie dann mal im Fahrerhaus aufmachen, also die Seitenwände, damit wir da reingucken können? Kann ich machen. Gut, Herr Winchester. Wie gesagt, ich bin Magier. Ja, das sieht doch auch, ja, also Magie ist heutzutage ja alles. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist, die Reifenspuren da drauf. Nee, oder? Das auch mit Ihnen hat das gerade nichts zu tun, aber ich fühle mich so ein bisschen gefährdet. Damit die Leute überhaupt irgendwas sehen, dass wir hier stehen. Ich sehe mich ja selber kaum. Gut, Herr Winchester, das sieht doch soweit ganz gut aus. Wir haben jetzt hier ein paar Holzkisten mit den Ziegeln drin, die sehen auch soweit ganz gut aus. Wenn ich mir das jetzt mal alles in allem so angucke, haben wir das Ganze hier mit ein paar Spanngurten festgemacht. Wenn ich so richtig feststelle, sie haben irgendwann mal expandiert. Also ich gehe davon aus, sie haben schon mal einen kleineren LKW besessen. Oder? Öfter. Ja, also. Man steigt ja immer von der Größe her, ne? Merkt man an folgendem Merkmal, sie kaufen auch die Spanngurte dann nach und nach ein. Dementsprechend von Spanngurten, die sich schon was länger dabei haben, ist es halt auffällig, dass diese auch schon länger dabei sind. Deswegen achten Sie darauf, dass wenn die irgendwann nicht mehr können, dass Sie diese dann auch austauschen. Da ist ja klar. Ja, natürlich, aber man. Da schießt ein Ziegel durchs Führer raus. Ja, das ist verständlich, aber die Allgemeinheit zeigt mir halt doch, dass den vielen LKW-Fahrern das dann doch egal ist, weil meistens stellt die Spedition das dann zur Verfügung und das ist dann meistens deren ihre Aufgabe, aber Sie als Führer sollten dann auch damit drauf gucken und dann rechtzeitig bei Ihrer Spedition Bescheid geben, wenn die Spanngurte dann nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Weil das sieht man immer recht schön, wenn die. Man kann ja bei der Tankstelle eine neue kaufen, von daher. Ja, gut. Nehmen Sie vielleicht nicht die Tankstelle. Greifen Sie doch auf eine bessere Variante vom RC zurück. Die haben da immer ganz gute Qualität. Aber das ist Ihnen ja überlassen. Gut. An sich sieht es aber. Wie gut die neue Autosrad-Variante. Genau, ja. Ja, ach ja, stimmt. Ja, jetzt muss ich es sagen. Sieht irgendwie. Ein bisschen dunkel heute. Das habe ich jetzt nicht sofort erkannt. Herr Winchester, haben Sie einen Unfall gehabt? Ja, ich bin vorhin gegen Leitplanke. Und das natürlich, okay. Ist hier unten so ein bisschen gewesen, aber schlecht ist noch vor der Ja, und Leitplanke, das heißt Autobahn, da haben sie bestimmt ein bisschen was drauf gemacht, das ging dann schon ganz gut. Autobahnabfahrt, okay. Genau. Herr Winchester, mir ist noch aufgefallen mit einem prüfenden Blick auf Ihre Kleidung, weil heutzutage fährt ja nicht jeder mit so einem fetten Totenschädel
Darf ich nicht schwarze Doch, natürlich, ich habe da absolut kein Problem mit, aber es ist halt auffällig, weil da gucke ich dann doch nochmal zweimal drüber, wer dann einen Totenschädel auf hat. Das macht jetzt keinen freundlichen Eindruck, um meine ehrliche Meinung mal zu vertreten. Ja gut, die ist gebraucht gewesen. Ach so, ja, das haben sie ein Schnäppchen mitgemacht. Ja, wie gesagt, das ist ja... Ja, natürlich ist ja vollkommen legitim, ne? Aber, ne? Ich meine, bei mir steht Zoll drauf und sie sehen mich ja auch in einem anderen Licht als... wenn ich ein ganz normaler Zivilist wäre, sage ich jetzt mal. Ja, also das Licht ist ziemlich schlecht. Das stimmt. Gut, nein. Also ohne mein Nachtsichtgerät sehe ich im Kopf nehmen. Ach so, ja, ich sehe eigentlich ganz gut, auch ohne Nachtsichtgerät. Aber, wie dem auch sei, worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, mir ist aufgefallen, dass ihre Montur die Möglichkeit bietet, dass sie zwei Holster für Pistolen haben. Und mir ist es aufgefallen, dort sind keine Pistolen drin. Eine ist doch ein Messerholster, oder nicht? Das ist auf der linken Seite. Auf der linken Seite ist ein Messerholster? Also ja, ich hab eine Pistole dabei für Eigensicherung und so. Ah, Sie haben eine Pistole dabei. Natürlich, haben Sie denn auch... Natürlich, wenn ich den mal ganz kurz mit unserer Datenbank abgleiche, das ist ja heutzutage alles elektronisch geregelt, dann gucken wir dann nochmal ganz kurz, was unsere Datenbank das sagt. Wenn die denn lädt, Internetleitung ist hier... Bambus, ja. Waffenschein sieht auch ganz gut aus. Der ist zumindest eingetragen. Dann ist alles in bester Ordnung. Gut, Herr Winchester, da möchte ich Sie auch gar nicht weiter aufhalten. Ich denke, Sie haben heute noch einiges vor. Deswegen kriegen Sie einmal hier Ihre kompletten Personalien und alles, was Sie so benötigen. Zwei drückt auch schon. Ja, natürlich. Ich verstehe. Vergessen Sie, die Ladefläche nicht zuzumachen, sonst fällt es dann doch vielleicht noch irgendwann raus. Und ja. Ja, das will dann... Machen Sie sich mal wieder auf den Weg, lassen Sie sich wieder aufhalten und viel Erfolg. Ja. Alles klar. Ihnen auch, tschüss. Jo. Ja. Hast du mir zugeguckt? Ich werde mich aber jetzt aber auch abmelden. Ja, jetzt ist bald fini. Gut, dann tschüssi. Hallo? Der Tank ist alle. Der Tank ist alle? Ja. Haben Sie denn noch Sprit dabei? Ja, habe ich. Da haben Sie ja Glück gehabt, ja. Habe ich schon gewundert, so, ja, alles klar, er hat es eigentlich eilig, aber wenn er 10 Meter weiterfahren möchte, von mir aus. Gut, dann viel Erfolg. Frage, sind da gerade Medics am HQ angetroffen? So, negativ. Ladies and Gentlemen, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zurück ins HQ. Unsere Schicht heute war, naja, mehr oder minder weniger erfolgreich. Wir haben jetzt einen Drogenfahrzeug rausziehen können. Wir haben jetzt zum Schluss noch eine längere Kontrolle gehabt bei diesem netten LKW von gerade eben, bei dem Herrn Winchester. Aber ansonsten war das jetzt eine eher etwas ruhige Schicht. Ich glaube, ich habe wieder mal die Route erwischt, bei der dementsprechend wenig los gewesen ist. Aber das ist ja nicht weiterhin schlimm. Dann gehen wir davon aus, dass unsere Leute, oder dass unsere Leute, sage ich schon, dass die Zivilisten hier doch sehr ruhig und angenehm unterwegs waren. Und ja, wir die H10 ganz ruhig bleiben können. Fertig, kommen Sie. Gut, da wir ja gerade so schön unterbrochen worden sind, habe ich jetzt einfach nochmal hier einen kleinen Cut gesetzt. Aber nicht weiter schlimm. Ich bin dabei stehen geblieben, wie ich euch ganz kurz noch erläutern wollte. Was ist schon wieder los? Menno! Komm, überhol mich. Sehr schön. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Alles vergessen hier.
Nee. Auf jeden Fall, ich hatte. Ich mache es einfach mal hier weiter, wo ich denke, dass es irgendwie passen könnte. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß hierbei. Ich gucke, dass wir vielleicht demnächst noch ein paar mehr Funde rausfischen und dass ich euch die eher präsentiere, weil das, wo wir nichts finden, ist eigentlich eher öde. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wirklich angenehmen Abend. Ich kann euch jetzt schon mal so ein bisschen voraus teasern. Das nächste Projekt oder ein Projekt, das ich jetzt vorhabe, in letzter Zeit wird hier bei uns in Real Life RPG sehr viel gemosert über das Thema. Oh Gott. Okay. Scheiß die Wand an. Eine Sekunde. Ich labere einfach weiter. Also, in letzter Zeit hatten wir es ja recht häufig vom Thema hier polizeigerecht, was ist gerecht, was ist ungerecht und vieles ja, ist einfach in einer gewissen Unstimmigkeit zwischen der zivilen Bevölkerung und der Polizei an sich. Einfach an den Maßnahmen, die wir hier haben. Da gab es inzwischen viele Themen im Forum, gerade in der letzten Woche, die sehr aufgekocht sind, sehr rasant, sehr wild waren und darüber einfach mal einen Bericht zu erstatten, ist, denke ich, ist das jetzt hier ein Stein direkt vor mir? Nein. Ist, denke ich, einfach mal interessant und auch vonnöten. Und ich habe mir mal überlegt, dass ich mal so eine kleine Variante eines kleineren Podcasts mache. Bin mir nicht ganz sicher, ob man dazu Podcast dann sagen darf. Dann muss ich nochmal nachschlagen, was die Definition eines Podcasts denn überhaupt ist. Weil ich will einfach nur mit euch über ein Thema labern, ohne Bildmaterial, ohne gar nichts. Einfach nur labern. Da habe ich einfach mal Bock drauf. Und ja, das ist jetzt, sage ich mal, so mein nächstes Projekt, das ich angehe, wobei ich das halt zusätzlich machen werde. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt das als nächste Folge kommt, sondern das wird es zusätzlich geben. Ich habe ja immer meine Probleme mit dem Upload, weil mein Bambus hier, der ist furchtbar. Und ich denke, ohne Bildmaterial dürfte der Upload davon relativ zügig gehen. Also, dass ich jetzt mal versuche, durchsetzen zu können. Aber bis dorthin gilt wie immer, schreibt doch bitte einfach mal in die Kommentare, wie fandet ihr das, denn nur davon lebe ich auch, also von eurer Kritik, von eurer Meinung, wie ihr das hier so empfunden habt und was möchtet ihr denn noch alles sehen? Das ist ebenfalls eine Frage, die mich sehr, sehr brennend interessiert. Und da könnt ihr alle einfach mal dann euer Feedback auch da lassen. Auch anhand eines Daumens und eines Daumens herunter, wobei der Daumen runter, da würde ich mich immer sehr drüber freuen, wenn ihr auch in die Kommentare schreibt, warum ihr denn den Daumen runter gebt. Ja, einfach aus dem Grund, Daumen runter kann so vieles bedeuten und ich sitze einfach nur da. Mach beim nächsten Mal was anders, wovon ich denke, das hat den Leuten nicht gefallen, aber in Wirklichkeit ist es dann was ganz anderes gewesen. Daher, ja, wünsche ich euch einfach viel Spaß hier noch weiter auf YouTube. Schaut euch das an, was euch Spaß macht und von meiner Seite haut rein. Ciao!